Liebe Zuschauer, heute spreche ich nicht als Vertreter einer Partei zu Ihnen, sondern als freiheitsliebender Staatsbürger. Am 29. August findet die nächste große Demonstration in Berlin statt. Hunderttausende, vielleicht Millionen Menschen werden sich dann in der Hauptstadt versammeln, um ein kraftvolles Zeichen für die Freiheit zu setzen. Und dieses Zeichen ist wichtig, denn die Freiheit in Deutschland ist bedroht. Die etablierten Parteien haben mit Hilfe der etablierten Medien eine Herrschaft der Angst errichtet. Sie haben in unverhältnismäßiger Art und Weise in unsere Grundrechte eingegriffen. Darüber hinaus spüren viele Menschen, dass die Politik in Deutschland gegen die Interessen der eigenen Bevölkerung betrieben wird. Viele Menschen haben das Gefühl, in einer erstarrten Parteiendemokratie zu leben, und immer mehr Menschen fordern das ein, was im Grundgesetz niedergeschrieben ist, nämlich, dass wir als Souverän auch im Rahmen von Volksabstimmungen auf Bundesebene unsere Stimme erheben können. Auch das könnte ein Ziel sein, das uns über Parteigrenzen hinweg verbindet. Auch das könnte ein Ziel sein, für das wir in Berlin auf die Straße gehen. Ich rufe meine Parteifreunde in Thüringen, aber natürlich auch darüber hinaus auf, sich zahlreich an der Berliner Demonstration zu beteiligen. Tut es nicht als Parteigänger, sondern tut es als freiheitsliebende Staatsbürger. Kommen Sie zahlreich. Leisten Sie diesen Dienst für Ihr Land, für eine frei und selbstbestimmte Zukunft, für Ihre Kinder. Dafür danke ich Ihnen von Herzen. Mit besten Grüßen aus Eisenach, Ihr Björn Höcke.